Das ist jetzt lebensbedrohlich. Ansonsten ist natürlich Alkohol. Bin am Ende mit meinem Latein. Quasi der allererste Schritt, die kritischen Blutungen. Oder sie wurde der Länge. Alles, was heil ist, kann natürlich kaputt gehen. Groß genug ist ja relativ. Oder, was machen Sie da? Vielleicht sollten wir da nochmal drüber reden. Herzlich willkommen zu dieser Folge unseres Sanitäter Fresh Up. Schön, dass ihr dabei seid. Heute haben wir für euch mitgebracht den Bauch. Also, zumindest Teile davon. Bevor wir da so richtig loslegen, Bauch ist tatsächlich ein sehr großes Thema, das wir im Verlauf der Serie auf 1, 2, 3, 4 Folgen verteilen werden. Wollte ich nochmal kurz so ein bisschen darauf eingehen, wie wir uns am besten im Bereich des Bauches oder Abdomens, wie man es so schön nennt, orientieren. Und da hat uns die Evolution quasi einen guten Marker mit auf den Weg gegeben, und zwar den Bauchnabel. Was wir traditionell immer machen, ist, dass wir im Prinzip ein großes Kreuz über den Bauchnabel legen und dann eben den Bauch, das Abdomen, in vier sogenannte Quadranten unterteilen. Das heißt, wir haben dann den oberen linken, den oberen rechten, den unteren linken und den unteren rechten Quadranten, die wir dann immer separat untersuchen. Das hat für uns den Vorteil, dass wir Struktur haben in dem, was wir tun, und es hat auch den Vorteil, dass wir besser beschreiben können, wo wir zum Beispiel Probleme finden oder bestimmte Beobachtungen machen. Es gibt auch noch andere Konzepte, wo das Ganze in noch kleinere Teile unterteilt wird, aber die sind eigentlich für unsere Zwecke unnötig kompliziert. Deshalb Einteilung in Quadranten, und heute fangen wir einfach mal oben an, oberer linker, oberer rechter Quadrant. Das heißt, wir schauen mal, was haben wir eigentlich alles im Oberbauch und inwieweit kann das für uns in unserem täglichen Tun relevant werden. Genau. Was sitzt da an Organen? Grundlegend gar nicht so viel. Es ist nur die Leber, die Gallenblase, der Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse, der Magen und das Zwerchfell und unten drunter der Dickdarm. Nochmal langsam zum Mitschreiben. Fangen wir oben rechts an. Oben rechts ist immer schön. Ja? Wir können auch, ihr seht das vielleicht hier in der Ferne, oben rechts sitzt erst einmal die Leber. Kurze Rekapitulation. Die Leber ist so das Hauptstoffwechselorgan. Da wird irgendwie alles Mögliche umgebaut, neu gebaut, abgebaut, zusammengebaut. Bauen, Leber, wichtig. Ja? Unter der Leber unten drunter sitzt die Gallenblase. Auch das ein ganz wichtiges Organ. Die speichert, zwischenspeichert die Galle. Und immer wenn wir was essen, presst sie sich aus, drückt die Galle in den Darm. Und dann ja, gibt sie die halt ab, die wird mit dem Essen vermischt, die brauchen wir zum Essen. Ja, Gallenblase. Ein bisschen mittiger, muss man sagen, und so nach links rüber ragend. Ich gucke nochmal, ihr seht das schon, ich gucke hier so ein bisschen drauf. Ja. Sieht man da jetzt nicht explizit, liegt relativ weit hinten und so ein bisschen verwurstelt, sitzt die Bauchspeicheldrüse, Verdauungsenzyme, auch da immer, die sind sehr, die setzen einfach, die versetzen die Nahrung in ihre Einzelteile. Ne? Ja. Mündet in den Darm. Ähnlich mit dem Gallengang zusammen. Ja. Bauchspeicheldrüse nennt man auch das Pankreas. Ja. Und als letztes Organ haben wir noch den Magen. Der sollte allen halbwegs bekannt sein. Der ist sehr unterschiedlich groß. Hauptfunktion ist das ein bisschen antibiotische Wirkung durch viel Säure da drin. Ja. Zersetzt also Bakterien, zersetzt Viren, die meisten jedenfalls. Und speichert Nahrung zwischen, damit wir nicht alles auf einmal verdauen müssen, sondern wenn wir einmal gegessen haben, das über die nächsten Stunden verteilen können. Vielleicht auch da gerade der Bezug zu den Quadranten, der hat nämlich einen ganz konkreten Bezug auch zu den Organen. Wenn ihr das hier quer liegen seht, im dunklen Grauen hier, das ist so ein bisschen der Teil des Dickdarms, und ziemlich genau, der liegt ziemlich genau auf der Höhe des Bauchnabels. Und oberhalb davon liegen eben ausschließlich diese Organe und unterhalb liegen sie eben nicht mehr. Das ist deswegen auch eine praktische anatomische Korrelation von Dingen, die wir von außen sehen und Dingen, die drin sind. Genau, und tatsächlich ein gerne vergessenes Organ hätten wir auch noch oben im Angebot. Ach, danke. Richtig. Denn da oben ist verbuddelt tatsächlich auch noch die Milz. Die Milz, es gibt so ein lustiges YouTube-Video zur Frage, was die Milz eigentlich tut. Sei es drum. Was macht die Milz? Die Milz hat eigentlich so eine Art Blutfilter-Sortierfunktion, das heißt, da gehen halt unheimlich große Mengen Blut pro Zeiteinheit durch und es wird halt, ich sag mal, schlechtes Material aussortiert, dann genau, ist es nicht mehr im Kreislauf. Also wenn so ein rotes Blutkörperchen alt verbraucht und nicht mehr hübsch ist, dann wird es da in der Regel raussortiert. Viel mehr macht die Milz tatsächlich nicht, naja, also zumindest erstmal akut nicht. Und tatsächlich ist es auch so, wenn einem die Milz entfernt wird, lebt man auch ziemlich problemlos weiter.
Warum tatsächlich so eine Milz mal rauskommen könnte, behandeln wir tatsächlich später auch nochmal. Letzten Endes geht es jetzt so ein bisschen um die Frage, was für Probleme, was für Erkrankungen könnten uns konfrontieren in unserer Arbeit auf Sanitätsdiensten oder Ähnlichem. Und da haben wir eigentlich so, ja, ich würde sagen, drei größere Sachen, über die wir heute reden wollten. Vielleicht mal ganz vorne angefangen mit diesem ganzen Themenkomplex Leber, Gallenblase, Bauchspeicheldrüse. Da ist ein großes Thema vor allem Entzündungen. Also was können diese Organe im Akutfall gut tun? Sie können sich entzünden und damit Schmerzen bereiten. Wir hatten ja auf, oder wir haben dieses Schmerzschema, OP-Kur-ST-Schema schon mal angesprochen. Ich weiß nicht so genau, was ich jetzt alles noch sagen soll. Ach so, du weißt nicht, was du sagen willst. Nein, ausnahmsweise, das passiert mir selten, aber... Genau, ja, vielleicht kurz, dass wir noch einmal rekapitulieren. Was macht das spezifisch für einen Bauchschmerz? Einmal natürlich sitzt er ungefähr da, wo die Organe sitzen meistens. Ne? Die Zonen sozusagen, die Schmerzzonen sind relativ ähnlich. Das heißt, Leber, Galle ist so rechter Oberbauch eher. Pankreas ist ein bisschen gürtelförmig oft beschrieben. Wäre so ganz klassisch. Entzündungsschmerz kennt, glaube ich, jeder, der irgendwie schon mal irgendeine Form von Entzündung hat. Ja, das ist auch so ganz klassisch. Im Fall der Gallenblase eben ganz besonders, wenn die sich halt gerade entleert. Jetzt haben wir gesagt, die entleert sich immer nach dem Essen. Das heißt, wenn der Schmerz im rechten Oberbauch immer nach dem Essen anschwillt und dann nach einiger Zeit wieder ein bisschen besser wird, ist irgendwie ein Hinweis. Ja? Ansonsten typische Entzündungszeichen kommen natürlich mit zu diesem Symptom des Bauchschmerzes dann, also Fieber kann zum Beispiel passieren. Theoretisch sind die Organe auch geschwollen, das sieht man nur von außen nicht so gut, das sieht man erst, wenn man einmal reingeschnitten hat. Oder halt später im chronischen Verlauf. Oder dann, genau. Ja. Druckschmerz macht das natürlich auch, das kennt ihr, ne? Wenn ihr eine entzündete Wunde habt oder so und ihr drückt da drauf, tut es weh, das ist bei einer Gallenblase oder bei einer Bauchspeicheldrüse genauso. Ja. Dementsprechend halt auch bei der Untersuchung eben Druckschmerz im entsprechenden Quadranten ist ein Hinweis darauf, dass es auch die entsprechenden Organe in der Ecke sind. Genau. Ja. Und das sind damit schon die klassischen Sachen. Ist es wichtig, das zu kennen so und zu erkennen für uns? Ja, letzten Endes schon. Also es ist nicht immer gleich lebensgefährlich. Nicht gleich, ich sage das bewusst so. Im Verlauf, bestimmte Formen zum Beispiel der Bauchspeicheldrüsenentzündung können, haben eine ganz hohe Mortalität auch, das ist aber nur eine kleine Subform der Bauchspeicheldrüsenentzündung. Aber das ist natürlich trotzdem wichtig für uns, das zu erkennen. Das muss in der Regel zumindest teilweise im Krankenhaus behandelt werden, einmal gesehen werden, dass es nichts anderes ist. Und insofern sind wir da so eine Sortierstelle, wenn wir so jemanden haben, der das eventuell mit sich bringt. Ich denke mal, letzten Endes ist es auch immer schön, ist zumindest auch mein Anspruch an meine Tätigkeit, einigermaßen eine Idee zu haben, eine Verdachtsdiagnose zu formulieren. Man kann sich natürlich einfach machen und immer sagen, das Wort ist akutes Abdomen und es dann halt mit diesem Hinweis akutes Abdomen einfach via Rettungsdienst ins Krankenhaus schippern lassen. Aber ich finde, das ist auch so ein bisschen einfach, ja. Faul, das Wort faul lag mir so ein bisschen auf der Zunge. Genau. Ja. Von daher, allein durch die Einteilung in unsere Quadranten und eben das Lokalisieren des Problems hat man ja schon wirklich den halben Weg zur Verdachtsdiagnose gebaut. Jetzt guckt man sich halt noch die Art der Schmerzen an. Entzündungsschmerzen hatten wir ja eben schon so ein bisschen drinne. Was wir in dem Bereich noch haben, das haben sicherlich viele von euch auch schon mal gehört, sind so Dinge wie beispielsweise Gallensteine. Also es kann durchaus sein, dass sich so feste Konkremente bilden, die eben, ich sage mal, in der Gallenblase selber noch gar nicht mal so sehr Probleme machen, aber dann, wenn sie eben in die Gallengänge bzw. in die Gänge allgemein reingehen, durchaus zu Verstopfungen, Verengungen führen können. Und auch hier ist es wieder so ein bisschen wie mit dem Zusammenpressen. Natürlich macht der Stein in dem Moment Probleme, wo sich so ein Gang etwas zusammendrückt. Also man muss sich das so vorstellen, diese Gänge sind ja von der Natur dafür gebaut, dass sie eben die entsprechenden Sekrete vorwärts bewegen. Das heißt, die sind schlauchförmig und drücken sich immer so ein bisschen nacheinander zusammen und sorgen damit dafür, dass halt so ein konstanter Fluss entsteht. Das ist ein Grundprinzip, das wir in vielen anderen Gängen, die wir vielleicht im Laufe der Serie noch besprechen werden, wiederfinden werden. Und die Schmerzen kommen dann halt insbesondere mit diesen Kontraktionen. Immer wenn sich der Schlauch um dieses Konkrement zusammenzieht, wird natürlich der Schmerz schlimmer. Das heißt, gerade bei den Steinen hat man dann sehr oft diese kolikartige Symptomatik, dass eben immer mal wieder mit der Kontraktion der Schmerz zunimmt und mit der Entspannung wieder ein bisschen abnimmt und wieder zunimmt und wieder abnimmt. Also auch das
eine sehr charakteristische Schmerzform, die dann schon auf ein Problem hindeuten kann. Natürlich kann es genauso sein, dass da ein Konkrement so groß ist oder schon Verletzungen herbeigeführt hat, die zu konstanten Schmerzen führen. Also in der Medizin ist ja oft so, dass vieles möglich ist und nichts zwingend passieren muss. Möglich ist alles. Von daher haben wir auch da ähnliche Probleme, die dort auftreten können, eben Gallensteine als ein weiteres Notfallleitbild, wo tatsächlich mitunter auch gehandelt werden muss. Je nachdem, wie doll deine Verstopfung ist, ist es mal dringender, was zu machen und mal weniger dringend. Genau. Das Zweite, was wir ansprechen wollten, heute in dem Zusammenhang, ist so ein bisschen Oberbauchschmerzen als Symptom, wo man dann sich überlegen muss, wo kommen die genau her. Es ist nicht die Galle, es ist nicht das Pankreas. Was könnte es noch sein? Es kann sein der Magen. Ja. Und zwar entweder mit einer Entzündung des Magens, wenn das eine Gastritis, das ist meistens einfach eine Magenverstimmung. Viel Stress kann das auslösen. Rauchen, Alkohol sind nicht hilfreich. Und bestimmte Bakterien verschlimmern das auch noch. Ja? Sodbrennen in der Folge. Das kann aber auch was ganz anderes sein, das dann doch irgendwie wenig, also ein bisschen tragischer wäre, um es mal vorsichtig zu formulieren. Nämlich das Herz. Ja, das hatten wir in unserer Herzstunde schon mal. Das kann auch eben in den Oberbauch reinkommen. Wie können wir das unterscheiden? Hast du da uns Vorschläge? Ja, letzten Endes kann man auch da wieder sich so ein bisschen zurück in den Körper denken und überlegen, was passiert eigentlich. Letzten Endes, der Magen ist voller Säure. Hast ja gesagt, antibiotische Wirkung und auch Zersetzung des Speisebreis, der muss so sauer sein. Damit das woanders nicht stört, haben wir sowohl am Eingang als auch am Ausgang Pförtner im anatomischen Sinne, die eben verschließen und dafür sorgen, dass die Säure erstmal da bleibt, wo sie bleiben soll. Insbesondere, dass die Säure eben nicht aus dem Magen wieder zurück in Richtung Speiseröhre geht. Jetzt kann es verschiedene Ursachen haben, warum diese Pförtner mal nicht so gut funktionieren, warum trotzdem mal Säure hochkommt, und tatsächlich ist Sodbrennen in der Regel nichts anderes als eben diese Säure, die aus dem Magen wieder zurückkommt in Richtung der Speiseröhre, wo Schmerzrezeptoren das Ganze wahrnehmen und sich aufs Heftigste darüber beschweren. Mhm. Jetzt kann man sich vorstellen, wie kriege ich diesen Schmerz beispielsweise vom klassischen akuten Coronarsyndrom relativ sicher unterschieden. Zwei, drei Dinge kann man machen. Zum einen wird man feststellen, dass die Patienten, die über Sodbrennen klagen, in der Regel sitzen wollen und auch partout keine andere Haltung möchten, außer eben einen senkrechten Oberkörper, weil natürlich in dem Moment, wo man den Menschen in irgendeiner Form ankippt, dafür sorgt, dass eben dieser Rückfluss aus dem Magen in Richtung Speiseröhre erhöht wird. Schwerkraft ist da das Stichwort. Das heißt, da wird zum Beispiel das flache Hinlegen zu einer sofortigen Verschlechterung der Symptomatik führen, beziehungsweise die Menschen werden das möglicherweise gar nicht erst mit sich machen lassen. Und was man halt auch machen kann, ist tatsächlich, jetzt sind wir wieder bei Orten, wo es herkommt, helfen zu finden, was es ist. Man kann einmal hier direkt unter dem Brustbein vorsichtig, da wo der Magen ist, mal reindrücken und gucken, was das mit Menschen macht. Tatsächlich Patienten, die über Sodbrennen klagen, werden auch hier das Ganze entweder erst gar nicht mit sich machen lassen oder schon nach geringem Druck sagen, dass es furchtbar wehtut. Moment, also zur Differenzierung also um zu unterscheiden zwischen Herzinfarkt und Bauchschmerzen. Patienten hassen diesen Trick. Ja. Einfach reindrücken. Genau. Natürlich, vielleicht machen wir tatsächlich irgendwann nochmal so eine Diagnostikfolge, wo wir nochmal ein paar Videos drehen, cool, wie man vorsichtig abtastet. Es geht nicht darum, wie so eine Dampfwalze den einen spitzen Finger da reinzuschieben und zu fragen, tut's weh, sondern vorsichtig sich ranzutasten. Und dann zu prüfen, ob eben leichter bis mäßiger Druck in dieser Region zu einer Verschlechterung führt. Und der klassische Patient mit akutem Coronarsyndrom wird dadurch keine Veränderung seiner Schmerzen spüren, der Patient mit Sodbrennen eine drastische. Also das hilft zur Unterscheidung ziemlich sicher. Und dazu kommt natürlich wie bei allem, neben der Diagnostik, die wir betreiben, auch die Anamnese. Sodbrennen klassischerweise direkt nach Mahlzeiten. Von daher kann man auch da anhand der Anamnese einfach mal erfragen, haben Sie denn gerade was gegessen? Manchmal reicht es auch, wenn man intensiv an Essen denkt und dann trotzdem nichts isst, dass eben die Säureproduktion schon mal startet, ohne dass irgendwas zu verdauen ist. Also in die andere Richtung kann es durchaus auch sein. Aber im Allgemeinen diese Kombination aus Lagerung, dem Druckschmerz unterhalb des Brustbeins und eben der Anamnese bringt einen ziemlich schnell
zu diesem Verdacht des Sodbrennens und hat einem auch relativ schnell sozusagen diese Unterscheidung aufgebaut zwischen akutem Coronarsyndrom und eben dem Sodbrennen. Denn tatsächlich ist es gar nicht mal so selten, dass sich der als heftiger Brustschmerz gemeldete Patient nicht als Patient mit Herzproblemen herausstellt, sondern tatsächlich als Sodbrennen. Also es ist eine der häufigsten Differentialdiagnosen tatsächlich für das akute Coronarsyndrom. Genau. Jetzt überlege ich gerade, wir haben über Leber und alles, was da ist, gesprochen. Wir haben über den Magen gesprochen und Sodbrennen gesprochen. Du hast noch die Milz eingeworfen. Genau, die hatte ich vorhin eingeworfen. Ich habe sie vergessen. Ja, tatsächlich die Milz, ein Organ, das eigentlich von sich aus eher selten Probleme macht und eher im Zusammenhang mit traumatischen Geschehen problematisch wird. Denn die Milz hat so eine Eigenart, die hat so eine harte Bindegewebskapsel um sich herum, was dazu führt, dass bei Gewalteinwirkungen in die Region, wo die Milz ist, es tatsächlich dazu kommen kann, dass sie einreißt, ohne sofort Symptome zu machen. Dadurch, dass eben der Riss dann zwar dafür sorgt, dass es blutet, aber diese Kapsel das Ganze verschließt, wie so ein Druckverband eigentlich, sorgt dafür, dass es erstmal nicht so sehr blutet, dass es in irgendeiner Form Auswirkungen hat. Und erst nach einer gewissen Zeit, jetzt sind wir so ein bisschen bei etwas wie beim Kopfschmerz, baut sich da drin ein Druck auf, nur im Gegensatz zum Schädel kann halt so eine Bindegewebskapsel irgendwann auch einreißen oder platzen. Und dann haben wir tatsächlich ein massives Problem, weil dann eben schlagartig eine richtig heftige Blutung entstehen kann. Und da sind wir zum einen wieder bei so einem klassischen rapiden Verlauf, der ein Anzeichen für was Schlechtes ist, zum anderen aber auch bei was unheimlich Fiesem. Denn es kann sein, dass halt viel Zeit vergeht zwischen dem Ereignis, was der Auslöser ist, und tatsächlich den Folgen. Deswegen spricht man in diesem Kontext auch vom zweizeitigen Milzriss, weil es eben diese zwei Zeitpunkte gibt. Einmal den ersten Zeitpunkt des Geschehens und einmal diesen zweiten Zeitpunkt, wo erst die Wirkung eintritt, wenn eben diese Bindegewebskapsel reißt. Weshalb man durchaus bei Patienten, die eben über entsprechende Schmerzen im linken Oberbauch bzw. so Richtung Flanke auch hin klagen, da mitunter auch ein Hämatom haben und berichten, dass sie eben beim Fußball irgendwie ein Schienbein da reingetreten bekommen haben, das Ganze ist aber schon 2 Stunden her und jetzt fühlen sie sich schlecht, dass man eben hellhörig wird und nicht außer Acht lässt, dass es dieser zweizeitige Milzriss sein könnte. Und andersrum gedacht, dass eben auch der Fußballspieler, der gerade den Tritt dahin gekriegt hat, dem es eigentlich noch völlig gut geht, in 2 Stunden problematisch werden könnte, weswegen man das eben sicherheitshalber im Krankenhaus abklären sollte, wenn die Möglichkeit besteht, dass die Milz was abbekommen hat. Denn von außen sehen wir nicht, was da drinnen vor sich geht. Da brauchen wir dann schon eher bildgebende Diagnostik für. Okay, also das Risiko ist quasi Verbluten auch deutlich nach dem Ereignis. Richtig. Ne? Und was bedeutet das für uns? Wenn wir jemanden haben mit entsprechenden Schmerzen, explizit nochmal fragen, Trauma, ne? Du hast schon gesagt, Schienbein beim Fußballer oder auch bei anderen Sportarten, bei Fahrradfahrer, auch die ansonsten keine großartigen Verletzungen haben, wenn die den Lenker zum Beispiel in den Bauch bekommen haben, ne? Also so unfreiwilliges Absteigen über den Lenker, nehme ich das immer, ganz verdächtige Sachen, alles, was irgendwie halt hier mit viel Wucht in den Bauch reinkommt. Ne? Und dann spontaner Verlauf und als Symptom vielleicht auch das noch, dann in der Folge ist oft so, wir nennen das diese Abwehrspannung. Ne? Das heißt, der Bauch ist wirklich hart, der verkrampft sich dagegen. Man kann das voll sich so vorstellen, wie wenn wir versuchen, manuell eine Blutung abzudrücken, richtig Kraft drauf und das machen hier aber halt die Bauchmuskeln. Ja? Und der Mensch kann die auch nicht mehr entspannen. So, ne? Das ist ein Zeichen, da ist richtig was am Argen. Da gilt dann Dalli Dalli, ab dafür, einladen, mitnehmen. Und dann sind wir bei dem, was ich ganz am Anfang sagte. Dann kann es passieren, dass im Rahmen der Behandlung im Krankenhaus das ganze Organ entnommen wird, um die Blutung zu kontrollieren. Denn wo das Organ nicht mehr ist, kann es nicht mehr bluten. Richtig. Und ich glaube, damit haben wir auch wunderbare Schlussworte zu dieser Bauchfolge gefunden. Mit der Milz verabschieden wir uns. Ganz genau. Auch hier gilt natürlich wie immer, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr bestimmte Dinge haben wollt, hinterlasst uns Kommentare, schreibt uns, macht auf euch aufmerksam. Wir sind gerne gewillt, hier alle Themenvorschläge soweit aufzunehmen. Ansonsten der Standard-YouTuber-Satz, nicht wahr? Empfehlt uns weiter, abonniert unseren Kanal, drückt die Glocke und so weiter und so fort. Und wir sehen uns dann nächsten Montag zur nächsten Folge wieder. Von mir und Nils, macht's gut, bis dann. Tschüss.